بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على سبكم بيت الله دم هانت بلتن من الله سيجم هايل زم بوفيت محمد und auf seinen Freunden und auf seine Familie und allen, die ihm folgen. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist und der letzte aller Gesandten ist und der beste aller Gesandten ist, und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn ausgewählt hat und ihm den Koran offenbart hat. Und die letzte Schrift ist der Koran, und nach der es keine Offenbarungsschrift mehr geben wird. Und nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird es keinen weiteren neueren Propheten mehr geben. Allahs Segen und Heil sei auf ihm und allen anderen Propheten, die ihm vorausgegangen sind. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auferstehen lassen in der Schar der Propheten, denn die Schar der Propheten wird die siegreiche Schar sein. Liebe Geschwister, die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 225 von Surat al-Baqarah bis 228. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah wird euch nicht für etwas Unbedachtes in euren Eiden belangen. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Jedoch wird er euch für das belangen, was eure Herzen erworben haben. Wallahu ghafurun halim. Allah ist allvergebend und nachsichtig. Diejenigen, die schwören, sich ihren Frauen zu enthalten, haben eine Wartezeit von 4 Monaten. Wenn sie dann von ihrem Schwur zurücktreten, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Wenn sie sich aber zur Scheidung entschlossen haben, oder wenn sie aber zur Scheidung entschlossen sind, so ist Allah allhörend und allwissend. Geschiedene Frauen sollen mit sich selbst 3 Zeitabschnitte abwarten. Und es ist ihnen nicht erlaubt, zu verheimlichen, was Allah an ihrem Mutterleib erschaffen hat, wenn sie an Allah und den jüngsten Tag glauben. Und ihre Ehemänner haben ein größeres Anrecht, sie zurückzunehmen, wenn sie eine Aussöhnung wollen. Und ihnen, den Frauen, steht in rechtlicher Weise gegenüber den Männern das Gleiche zu, oder das Gleiche zu wie den Männern gegenüber ihnen. Doch die Männer haben ihnen gegenüber einen gewissen Vorzug. Und Allah ist allmächtig und allweise. Subhanahu wa ta'ala. Im ersten Vers geht es weiter über das Schwören. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala, wie uns im Vers, den wir das letzte Mal angeschaut haben, verboten hat, dass unser Schwur dazu führt, dass wir bestimmte gute Taten nicht verrichten, dass man zum Beispiel schwört, etwas Gutes zu tun, nicht Gutes, dass man schwört, etwas Gutes nicht zu tun, das ist verboten. Und man muss diesen Schwur brechen. Und man darf Allah subhanahu wa ta'ala nicht zu einem Grund machen, weil man bei ihm geschworen hat. Man darf nur schwören bei Allah. Wer bei einem anderen schwört, außer bei Allah, der hat entweder Kufr begangen oder Schirk. Und man darf, wenn man das gemacht hat, darf man Allah subhanahu wa ta'ala nicht zu einem Grund dafür machen, dass man keine guten Taten verrichtet. Ja. Und das Wort Yamin, was für das Wort Schwur oder Eid benutzt wird, kommt vom Wort Yamin. Vom Wort Yamin. Yamin bedeutet rechts, die rechte. Die rechte Hand. Und Ayman ist der Plural. Man sagt, weil die Araber, wenn sie bei Schwören geschworen hatten, dann haben sie die rechte Hand auf die rechte Hand des anderen, der anderen Person gelegt, um zu schwören. Und na, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah wird euch nicht für Unbedachtes in euren Eiden belangen. Unbedachtes, zum Beispiel, also etwas, was man nicht beabsichtigt hat. Zum Beispiel, wenn man gar nicht gemeint hat zu schwören. Oder wenn man geschworen hat, dass etwas so und so ist und sich herausstellt, dass es gar nicht der Fall war. Zum Beispiel schwöre ich, dass ich sehe, ich bin eine Gemeinschaft von Menschen und sehe von Weitem eine Person kommen. Und ich sage, Wallahi, es ist Muhammad. Und dann kommt diese Person näher und ich bemerke, dass es nicht Muhammad war, es war Abdullah. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mich nicht zur Rechenschaft ziehen für diesen Schwur. Das sind Arten von Schwur, die Allah einem vergeben wird. Man sagt also etwas, was man eigentlich gar nicht wollte.
Und über Abu Huraira, radiallahu anhu, und andere Salaf, andere uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, ist dies überliefert, dass es eine Art von Schwur ist, zu der man nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Wenn man etwas schwört, dass etwas so ist, und dann stellt sich heraus, dass es doch nicht so war. Man hat sich geirrt. Und deswegen sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt uns als Beispiel, bei Abu Dawud und der Hadith ist sahih, er sagte, هو قول الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. Das heißt, das ist das, wenn jemand zu Hause sagt, كلا والله, nein, ich schwöre bei Allah, oder بلا والله, doch, bei Allah, es ist so und so gewesen. Ja, das sind Beispiele, die man in der arabischen Sprache öfter benutzt hat oder benutzt, wenn man redet und in Wirklichkeit das gar nicht gemeint hat. Man sagt zu einer Person, Wallahi, es war so, oder Wallahi, ich bin der Meinung, dass es so und so, und man meint eigentlich gar nicht zu schwören. Man meint eigentlich gar nicht zu schwören. Für solche Sachen wird Allah subhanahu wa ta'ala einem nicht zur Rechenschaft ziehen, weil er barmherzig ist mit den Menschen. Jedoch, sagt er, wird er euch für das belangen, was eure Herzen erworben haben. Also alles, was absichtlich war. Alles, was Absicht war, beabsichtigt war. Entweder man wusste, dass das Brechen dieses Schwures, man hat geschworen, man weiß, dass wenn man dem Schwur entgegenwirkt und entgegenhandelt, ist es besser. Dann, wie heißt es, ist man angeordnet worden vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, diesen Schwur zu brechen und die bessere Sache zu tun und dann Sühneleistung zu machen. Oder man hat gewusst, dass man gelogen hat. Dann soll man Tauba machen und sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll zuwenden, denn das ist eine gewaltige, große Sünde. Ja. Allah ist allvergebend und nachsichtig. Er vergibt das, was unsere Herzen erworben haben, an Eiden, wenn wir entweder Sühneleistung machen, weil wir dazu angeordnet worden sind, wenn man etwas Besseres sieht, wenn man sieht, dass es besser ist, den Schwur zu brechen, und man bricht den Schwur, dann muss man Sühneleistung leisten, oder wenn man Allah subhanahu wa ta'ala bei Allah geschworen hat, und man hat gewusst, dass man lügt, dann muss man sich Allah reuevoll zuwenden, und Allah wird dann auch die Sünde vergeben, und er ist nachsichtig, weil er uns eben diese Sünden dann inshallah vergeben wird. Allah sagt, diejenigen, die schwören, sich ihren Frauen zu enthalten, haben eine Wartezeit von 4 Monaten. Und jetzt beginnen die Verse, eine Reihe von Versen hintereinander, wo es über die Scheidung geht, die Beziehung zwischen dem Mann und seiner Ehefrau. Diejenigen, die schwören, sich ihren Frauen zu enthalten, haben eine Wartezeit von 4 Monaten. Es ist also gesetzlich, sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns in diesem Vers auch, es ist gesetzlich, islamisch akzeptabel und gesetzlich, dass wenn man die Frau dazu bringen möchte, sich zu benehmen, weil sie sich nicht benimmt, dass man sich von seiner Frau entfernt. Dass man sich von seiner Frau entfernt. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Frauen einen Monat lang gemacht. Einen Monat lang gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers setzt eine Frist von maximal 4 Monaten. Allah subhanahu wa ta'ala setzt hier eine Frist von maximal 4 Monaten. Und wir wissen, dass 4 Monate das Drittel eines Jahres ist. Und vielleicht hängt es zusammen mit der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er von jemandem gefragt wird, der von seinem Besitz spenden möchte, bevor er stirbt. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam maximal ihm erlaubt, ein Drittel zu spenden und gesagt, al-thuluth wa al-thuluthu kathir. Das heißt, ein Drittel ist in Ordnung, obwohl ein Drittel viel ist. Das ist das Maximal, was man spenden darf, wenn man im Sterben liegt, damit, weil wenn man gestorben ist, dann wird es ja verteilt, wie es Allah subhanahu wa ta'ala im Koran ausführlich dargelegt hat. Und es kann sein, dass es zwischen diesen beiden Dingen einen Zusammenhang gibt und dass 4 Monate Maximum ist und 4 Monate sind schon viel. Wenn sie dann von ihrem Schwur zurücktreten, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Und die Kafara,
des Schwures hat Allah subhanahu wa ta'ala uns in Surat Al-Ma'idah, Sura Nummer 5, Vers 89 dargelegt. Er sagte: Allah wird euch nicht für etwas Unbedachtes in euren Eiden belangen. Jedoch wird euch für das belangen, was ihr mit euren Eiden fest abgemacht und dieses dann nicht einhaltet. Die Sühne dafür besteht in der Speisung von 10 Armen, in dem Maß, wie ihr eure Angehörigen im Durchschnitt speist, oder ihrer Bekleidung oder der Befreiung eines Sklaven. Diese drei Sachen hat man zur Auswahl. Entweder man speist 10 arme Menschen, oder man kauft ihnen Kleidung, oder man befreit einen Sklaven. Wer aber keine Möglichkeit findet, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer aber keine Möglichkeit findet, der hat 3 Tage zu fasten. Und das, was manche Leute machen, dass sie direkt anfangen zu fasten, ist falsch. Wer direkt fastet, obwohl er eine von diesen 3 Sachen machen könnte, dessen Fasten wird nicht als Kafara angenommen. Und er muss die Sühneleistung trotzdem noch machen. Na, das heißt, diejenigen, die schwören, sich ihrer Frauen zu enthalten, sie schwören bei Allah, ich komme meiner Frau nicht mehr nahe, gemeint ist geschlechtlich nahe, 1 Monat lang oder 2 oder 3, maximal 4, haben eine Wartezeit von 4 Monaten. Allah hat die Grenze gesetzt. 4 Monate maximal. Wenn sie dann von ihrem Schwur zurücktreten, so ist Allah allvergehend barmherzig. Sie machen dann die Kafara und Allah wird ihnen vergeben. Aber nur natürlich müssen sie diese Kafara leisten, wenn sie sich von ihren Frauen weniger enthalten haben, als sie geschworen haben. Das heißt, wenn er schwört, er enthält sich seiner Frau 1 Monat lang und nach 1 Monat und 1 Tag kehrt er wieder zurück, dann braucht er keine Kafara machen, weil er hat ja nur geschworen 1 Monat lang. Aber wenn er 1 Monat lang schwört und kehrt nach 2 Wochen wieder zurück, dann muss er die Kafara leisten und Allah wird ihm durch diese Kafara vergeben, inshallah. Wenn sie dann von ihrem Schwur zurücktreten, so ist Allah allvergebend und barmherzig, dass sie ihren Frauen eben ihr Recht nicht gegeben haben in Bezug auf den Verkehr. Alle anderen Pflichten, wie zum Beispiel der Unterhalt, der muss gewährleistet sein, denn sie sind ja noch die eigenen Ehefrauen. Na. Wenn er allerdings die 4 Monate überschreitet, dann muss er zurückkehren, ist seine Pflicht. Er darf die 4 Monate nicht überschreiten. Tut er es trotzdem beharrt darauf, dann kann der Richter, hat das Recht, dann die Scheidung auszusprechen gegen den Willen dieses Mannes. Gegen den Willen dieses Mannes. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wenn sie aber zur Scheidung entschlossen sind, das heißt, wenn sie vorhaben, den Ehevertrag durch ein Wort aufzulösen, denn wie wir wissen, wird die Ehe ist in der Hand des Mannes. Und der Mann ist derjenige, der entweder durch klare Worte die Scheidung ausspricht, indem er zu seiner Frau sagt, du bist geschieden, oder Antitaliq auf Arabisch, oder irgendein Ausdruck, der klar ist, und das sind bestimmte Ausdrücke, die Fuqaha erwähnen, und damit darf kein Spaß getrieben werden. Denn wer zu seiner Frau sagt, aus Spaß, du bist geschieden, so ist sie geschieden. Es gibt Dinge, wie zum Beispiel das Freilassen von Sklaven und auch die Scheidung und auch das Heiraten, da gibt es keinen Spaß, sondern das, was gesagt wird, gilt. Das, was gesagt wird, gilt. Und auch, wallahu a'lam, al-raj'a. Das heißt, wenn man zu seiner Frau die zurücknimmt und sagt, dass sie wieder zurückkehrt, wenn man sich von ihr geschieden hat, gibt es ja die 3 Zeitabschnitte, die wir gleich erwähnen werden, dann auch gibt es keinen Spaß, sondern dann ist die Frau wieder zurückgenommen worden. Na. Wenn sie aber zur Scheidung entschlossen sind, und das ist die eine Form, in dem man einen klaren Wort der Scheidung, es gibt auch Talaq al-Mu'allaq, aber all das werden wir inshallah im Fiqh eines Tages erwähnen. Man kann auch zu seiner Frau sagen, wenn du das und das und das machst, dann wirst du geschieden. Und dann nennt man das Mu'allaq, weil man hat es verknüpft mit einer bestimmten Tat. Und dann tritt die Scheidung erst ein, wenn die Tat eingetreten ist. Und in anderen Fällen, wenn man zu seiner Frau sagt, zum Beispiel, geh zu deiner Familie nach Hause, und der Mann meinte damit die Scheidung, gilt die Scheidung. Meinte er damit was anderes, gilt die Scheidung nicht.
Und insofern ist es ein wichtiges Kapitel, gerade für diejenigen Personen, die verheiratet sind oder auch die Personen, die demnächst heiraten wollen oder werden, besser gesagt. So, Allah subhanahu sagt, wenn sie aber zur Scheidung entschlossen sind, so ist Allah allhörend und allwissend. Allhörend, er weiß, welche Worte geäußert worden sind. Denn es mag sein, dass ein Mann im stillen Kämmerchen die Scheidung ausgesprochen hat und die Frau hat es nicht mitgekriegt und er sagt es ihr nicht. Aber Allah weiß. Die Menschen denken alle, sie sind noch verheiratet, aber bei Allah sind sie schon geschieden. Und deswegen Allah sagte hier, und deswegen ist es angemessen, diesem Vers, die Eigenschaft Allahs hier zu erwähnen, dass er allhörend ist, Sami', und dass er allwissend ist, Alim. Er weiß sogar die Absicht, die der Mann hatte, wenn er ein Wort ausgesprochen hat und zu ihr gesagt hat, ich will dich nicht mehr sehen. Was meinte er damit? Meinte er damit die Scheidung? Oder meinte er mit das Wort wörtlich, ich möchte dich jetzt nicht mehr sehen? Allah subhanahu wa ta'ala ist allwissend, so soll man davor gewarnt sein. Denn es kann sein, dass man mit einer Frau zusammenlebt und dachte, man ist verheiratet, obwohl man schon lange nicht mehr verheiratet ist. Insofern, Allah subhanahu wa ta'ala ist allhörend und allwissend. Und die Absicht spielt eine große Rolle. Na, dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, geschiedene Frauen sollen mit sich selbst drei Zeitabschnitte abwarten. Und es ist ihnen nicht erlaubt, zu verheimlichen, was Allah in ihrem Mutterleib erschaffen hat, wenn sie an Allah und den jüngsten Tag glauben. Und ihre Ehemänner haben ein größeres Anrecht, sie zurückzunehmen, wenn sie eine Aussöhnung wollen. Und ihnen, den Frauen, steht in rechtlicher Weise gegenüber den Männern das gleiche zu, wie den Männern gegenüber ihnen. Doch die Männer haben ihnen gegenüber einen gewissen Vorzug. Und Allah ist allmächtig und allweiser. Geschiedene Frauen, die sind entweder geschieden, weil der Ehemann sich von ihnen hat scheiden lassen, oder weil der Richter die Scheidung ausgesprochen hat. Aus irgendeinem gesetzlichen Grund. Geschiedene Frauen, mit denen zum Beispiel das Zusammenleben schwierig ist oder unerträglich ist. In dieser Zeit sollen sie dann, wenn der Mann die Scheidung ausgesprochen hat oder der Richter, dann beginnt eine Wartezeit von drei Zeitabschnitten. Und in diesen drei Zeitabschnitten findet kein Verkehr statt und der Mann muss die Frau weiterhin finanzieren. Weil sie ist noch seine Ehefrau. Sie ist noch seine Ehefrau. Was ist mit Zeitabschnitte gemeint? Unter den Ulama gibt es zwei Ansichten unter diesen Aussage. Und zwar Al-Qar'. Al-Qar', in der Plural Qur'u', wird in der arabischen Sprache sowohl für die Spannen verwendet, in der die Frau ihre Periode hat, als auch für die Zeitspannen verwendet, in deren die Frau rein ist. Und deswegen haben manche Ulama gesagt, dass damit gemeint sind, dass die Frau drei Reinheiten abwarten muss. Und manche haben gesagt, sie muss drei Menstruationen abwarten. Diese beiden Ansichten ist entnommen nicht nur aus der arabischen Sprache, sondern auch aus Überlieferungen. Und zwar, diejenigen, die gesagt haben, dass die drei Reinheiten damit gemeint sind, sie haben gesagt, weil Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala uns daran angeordnet, dass wenn wir uns von unseren Frauen scheiden lassen, uns von ihnen scheiden lassen, in ihren Phasen, wo sie rein sind. Denn man darf sich von seiner Frau nicht scheiden lassen, eine Phase, wo sie nicht rein ist. Das ist haram. Das nennt man Talaq Bid'i. In der Übereinkunft der Gelehrten ist es verboten, auch wenn es Meinungsverschiedenheit gibt, ob es stattfindet oder nicht, ob der Talaq tatsächlich dadurch umgesetzt wird oder nicht, stattfindet oder nicht, aber es ist in der Übereinkunft der Gelehrten haram und verboten, dass man sich von seiner Frau scheidet, entweder wenn sie ihre Menstruation hat oder wenn sie rein ist, und man mit ihr in dieser Zeit verkehrt hat. Also das einzige richtige Methode ist, dass man sich von seiner Frau trennt, wenn sie rein ist und man mit ihr noch nicht verkehrt hat. Das ist die einzige erlaubte Zeit, in der man sich von ihrer Frau scheidet.
Schwangerschaft ist zum Beispiel kein Grund. Schwangerschaft ist kein Grund. Man darf sich von seiner Frau scheiden lassen, während sie schwanger ist. Na, dann und die anderen Ulama, sie haben sich gestützt auf einem Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam darin gesagt haben soll: Talaqul amati tatliqatan wa qar'uha haydatan. Er sagte, die Scheidung, bei der Scheidung der Sklavin sind es zwei Scheidungen. Das heißt, wir wissen, dass bei einer freien Frau darf man sich von seiner Frau einmal scheiden, zweimal scheiden, oder drittmal scheiden, ist sie für einen verboten. Und, also auf ewig verboten, bis sie jemand anderes geheiratet hat, gesetzlich geheiratet hat und sich von ihm wieder scheiden hat lassen. Aber bei der Ehe, bei der Sklavin, wie es in diesem Hadith heißt, sind es nur zwei Scheidungen. Und also wenn jemand jetzt fragt, was mit der Sklaven, Sklaven kann ja verheiratet sein, ja. Sklaven kann ja auch verheiratet sein mit dem Sklaven. Das ist das Problem. Und er sagte, وَقَرْءُهَا das ist ihr Zeitabschnitt sind zwei Menstruationen. Und da ist das Wort Menstruation verwendet für dieses Wort, worüber es Meinungsverschiedenheit gibt. Aber der Hadith ist schwach. Der Hadith ist bei Abu Dawud und Tirmidhi und Ibn Majah. Und der Hadith ist da'if. Ja. Sonst wäre ja ein klarer Beleg dafür gewesen. Auf jeden Fall wird das näher erläutert im Kitab al-Talaq, im Kapitel über al-Talaq, im Fiqh. Insofern sollen diese Frauen, wenn sie geschieden sind, drei Zeitabschnitte abwarten. Und das ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Das gibt es in keiner anderen Religion. Diese zwei Zeitabschnitte, die sind etwa 3 Monate, hat Allah ta'ala dem Mann und der Frau gegeben, denn es könnte sein, dass man bereut, dass man sich hat scheiden lassen. Man wird sich bewusst, wie es ist, wenn man 1 Monat lang alleine ist und seiner Frau. Oder, ich meine mit alleine jetzt nur die intime Beziehung, weil eine Frau darf nicht das Haus verlassen in der Zeit, wo sie geschieden ist. Was viele Leute machen, sie werfen ihre Frau aus dem Haus raus. Allah SWT hat es ausdrücklich in Surah Talaq verboten, dass die geschiedene Frau, gemeint ist die Frau, die in dieser Entscheidungsphase ist, von diesen drei Zeitabschnitten, sie darf nicht aus dem Haus rausgehen. Also der Mann darf sie nicht aus dem Haus rausschmeißen. Das ist damit gemeint, das ist verboten. Denn die Weisheit, die dahinter steckt, ist ja, dass man Zeit bekommt, sich zu versöhnen und darüber nochmal nachzudenken, ob man sich doch wieder, ob doch nicht wieder ein Zusammenleben möglich ist. Ja. Das ist eine Barmherzigkeit von Allah SWT. Geschiedene Frauen sollen mit sich selbst drei Zeitabschnitte abwarten. Und dadurch stellt sich auch fest, ob die Frau schwanger war oder nicht schwanger war. Denn wenn sie schwanger gewesen ist, dann überlegt man sich vielleicht noch einmal. Na, Wallah, das aber kann schon problematisch sein, weil der Mann darf sich ja nicht scheiden lassen von ihr in der Zeit, wo sie schon verkehrt haben, sie rein war. Wie dem auch sei, aber nach der Mehrheit der Ulama tritt die Scheidung ein, auch wenn man sich also nach der Ansicht der vier Rechtsschulen, wenn man sich von seiner Frau scheiden lässt, während sie ihre Menstruation hat oder während sie rein ist und man mit ihr verkehrt hat, dann nach der Ansicht der Mehrheit der Ulama ist die Scheidung trotzdem gültig. Na. Und es ist ihnen nicht erlaubt zu verheimlichen, was Allah in ihrem Mutterleib erschaffen hat. Sei es Allah hat erschaffen ein Embryo, ein Kind, oder dass Allah in ihrem Mutterleib Menstruationsblut erschaffen hat. Warum? Denn es kann sein, dass die Frau lügt und schneller weg will von ihrem Ehemann und sagt, ich habe schon 3 Perioden hinter mir, damit sie endlich weggeht. Aber es könnte auch umgekehrt sein. Sie sagt, ich habe erst 2, weil sie noch länger bei ihrem Mann die Möglichkeit haben möchte, zurückzukehren. Ja, weil sobald die Zeitfrist dann um ist, dann sind sie geschieden, sind sie fremde Mann und fremde Frau und sie dürfen erst wieder zusammenkehren, wenn sie geheiratet haben, wieder ganz normal geheiratet haben, vor Zeugen, mit einem Wali, mit Mahar und so weiter und so fort, was Aber zur sie muss Scheidung mit anderen zugehört. Mann erst einmal heiraten, Nur wenn sich sie scheiden lassen, beim dritten Mal geschieden war. Aber es kann ja sein, nur dass mit ich, 3 Talaq, nur meinst beim dritten Mal, es kann ja sein, ich scheide mich mit meiner Frau einmal und dann warte ich 3 Perioden. Wenn die 3 Perioden zurück um sind, dann darf ich sie nochmal heiraten. Aber dann muss ich wieder zu ihrem Wali gehen und ihr wieder Mahar geben und so weiter und so fort. Ja.
Also ganz normale neue Hochzeit. Aber im dritten Mal, selbstverständlich, wie Allah in dem Vers 229 sagen wird, da darf man das nicht mehr, beziehungsweise im Vers 230, was wir aber inshallah erst beim nächsten Mal erwähnen werden. Also, und es ist ihnen nicht erlaubt zu verheimlichen, was Allah an ihrem Mutterleib erschaffen hat, wenn sie an Allah und den jüngsten Tag glauben. Denn am Tag des jüngsten Gerichtes, da werden alle Geheimnisse offenbar. Und kein Mensch kann mehr verheimlichen, was er in diesem Leben hat vielleicht verheimlichen können. Allah subhanahu wa ta'ala ist Allam al-Ghuyub, hat sich beschrieben als jemand, der das Verborgene kennt. Er ist der Allwissende der verborgenen Dinge. Der Allwissende der verborgenen Dinge. Und der Allam ist sogar noch eine Steigerung. Also er kennt sogar die geringsten Dinge. Er kennt alles. Sogar die Absichten, die man beabsichtigt hatte und beabsichtigt und auch beabsichtigen wird. Und die man beabsichtigt hätte, wenn irgendetwas geschehen wäre. Und das ist, weil Allah Al-Allam ist. Allam al-Ghuyub. Nicht nur Alim al-Ghayb, wie er auch sich beschrieben hat, der Wisser der Verborgenen, sondern Allam. Es ist eine Steigerungsform noch von Alim. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ihre Ehemänner haben ein größeres Anrecht, sie zurückzunehmen, wenn sie eine Aussöhnung wollen. Subhanahu wa ta'ala. Er gibt den Männern nur das Recht, die Frauen in ihrer in den drei Zeitabschnitten zurückzunehmen, wenn sie eine gute Absicht haben. Wenn sie allerdings die Frau zurücknehmen möchten, wie es manchmal der Fall ist, um der Frau zu schaden, ja, dann ist es verboten, dass der Mann das macht. Und Allah ist allwissend. Und wer Glauben hat an Allah den jüngsten Tag, wird es unterlassen. Und dann haben sie ein größeres Anrecht. Weil es ist das Recht des Mannes, die Frau dann wieder zurückzunehmen. Na. Wenn sie Aussöhnung wollen. Also wenn sie davon ausgehen, dass ihr Weiterleben, inshallah, sich verbessern wird. Und dass ein Weiterleben zusammen möglich ist. Und ihnen, den Frauen, steht in rechtlicher Weise gegenüber den Männern das Gleiche zu, wie den Männern gegenüber ihnen. Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Vers klar gemacht, dass jeder, sei es Mann oder Frau, gegenüber seinem Ehepartner Pflichten hat und Rechte hat. Pflichten hat und Rechte hat. Jeder hat Rechte und Pflichten. Zum Beispiel die Frauen gegenüber den Männern. Also, den Männern steht zu, in Bezug auf ihre Frauen, dass die Frauen sich schön machen. So wie es gesellschaftlich normal ist. Und so wie es halal ist. Und so wie es halal ist. Denn heutzutage gibt es Frauen, auch damals, die zum Beispiel Tätowierungen machen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verflucht diejenigen, die Tätowierungen machen. Und wenn man das gemacht hat, muss man nach bestem Willen das entfernen. Und Allah sich reuevoll gegenüber zuwenden. Und andere Frauen zum Beispiel, sie zupfen ihre Augenbrauen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch verflucht diejenigen, die so etwas machen. Denn alles fällt in die Kategorie derjenigen Menschen, die die Schöpfung Allahs verändern wollen. Und jeder, der die Schöpfung Allahs verändern will, der ist ein Sünder. Ja. Und, liebe Geschwister, manche Fuqaha haben gesagt, dass das einzige Recht, das ein Mann hat gegenüber seiner Frau, ist der Verkehr. Und das ist eine Einbildung. Waham. Die Töchter und die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam pflegten zu kochen, zu putzen, zu waschen, die Hausarbeit zu verrichten. Und es wurde ihnen von ihren Männern angeordnet. Und vielleicht wurden sie sogar geschlagen, wenn sie es nicht getan haben. Also zu sagen, dass eine Frau nur deswegen in einem verheiratet ist und dass ihre eigene Pflicht ist, ist falsch. Denn sie muss ihrem Mann gehorchen. Und wenn ihr Mann ihr etwas anordnet, dann muss sie es ausführen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Inna lakum ala nisaikum haqqa. Wahrlich, ihr habt in Bezug auf eure Frauen Rechte. وَنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقَّى. Und eure Frauen haben in Bezug auf euch Rechte. فَأَمَّا حَقَّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ. Was eure Rechte angeht gegenüber euren Frauen. فَلَا يُطِئَنَّ فُرَشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ. Das heißt, dass sie nicht erlauben, dass jemand auf eurem Möbel sitzt, die ihr hasst. Oder mit denen ihr nicht zufrieden seid. Ihr dürft niemanden sitzen lassen auf eure Gegenstände, die ihr nicht wollt. وَلَا أَذَنَّ فِي بِيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. Und sie dürfen auch nicht erlauben, jemanden in eure Häuser hineinzugehen,
die ihr hasst, mit denen ihr nicht zufrieden seid. Ala, wa inna haqqahunna alaykum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihin. Und ihr Rechte gegenüber euch sind, dass sie ihnen, ja, sorgt dafür, dass sie gute Kleidungen haben. Wa ta'amihinna, und dass sie auch gut zu essen haben. Und der Hadith ist bei Tirmidhi und Ibn Majah, und der Hadith ist Hassan. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass es noch mehr Rechte und Pflichten gibt zwischen dem Mann und der Frau, als diese eine Sache. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiterhin: وَلَا تَضْرِبِ الْوَجَهِ وَلَا تُقَبِّحِ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. Und der Hadith ist bei Abu Dawud, und er ist Hassan und Sahih. Und zwar, er sagte: Und schlagt nicht auf das Gesicht. Das ist ein Recht der Frau. وَلَا تُقَبِّحْ. تُقَبِّحْ bedeutet, dass man sagt zu seiner Frau: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَك. وَجْهِك oder وَجْهَكِ. Das heißt, möge Allah dein Gesicht verunstalten. Das ist ein Ausdruck, den man im Arabischen verwendet. Möge Allah dein Gesicht verunschönern, schlecht machen. Ja? Das ist eine verbotene Sache, darf man nicht sagen. Weil es ist weil für die Frauen, ihr Aussehen, ist etwas sehr Wertvolles. Man auch, aber für die Frauen besonders. Deswegen darf man nicht Dua machen gegen ihr Aussehen. وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. Und man darf auch seiner Frau nicht aus dem Weg gehen. Und geht ihr nicht aus dem Weg, außer wenn ihr zu Hause seid. Also in der Öffentlichkeit darf man niemals zeigen, dass man mit seiner Frau einen Konflikt hat. Subhanallah. Und das ist eine gewaltige Sache, an die es gilt, sich zu halten. Na. Diese Hadithe weisen darauf hin, dass es viele Rechte gibt zwischen Mann und der Frau. Und teilweise, wie ich erwähnt habe, sind sie gesellschaftlich bedingt. Na, das gesellschaftlich bedingt heißt, das, was normalerweise erwartet wird von einer Frau in einer Gesellschaft, das ist das, was sie auch verrichten muss. Ja. Mindestens das, zusätzlich dem, was hier erwähnt ist in den Hadithen. Doch die Männer haben ihnen gegenüber einen gewissen Vorzug. Doch die Männer haben ihnen gegenüber einen gewissen Vorzug. Und dann heißt es hier als Anmerkung, nicht wie in anderen Übersetzungen, die Männer stehen eine Stufe über ihnen. Es ist egal, ob wir so übersetzen oder so übersetzen. Es mag sein, dass die eine Übersetzung richtiger ist als die andere. Weiß ich nicht. Allahu a'lam. Aber es kommt aufs Gleiche hinaus. Ob ich sage, die einen stehen Stufe über den anderen, oder ob ich sage, die Männer haben einen gewissen Vorzug über die Frauen, ist das Gleiche. Also manche Leute, die denken, wenn sie, sie haben Angst vor solchen Versen und sie haben Angst vor dieser Emanzipationswelle, dass man, das muss man die Verse besonders so biegen, dass sie angepasst werden. Nein. Allgemein gesehen, wenn jemand gefragt wird, wer sind besser, Männer oder Frauen, sagen wir Männer. Allgemein gesehen, Männer sind besser als Frauen. Und das zeigt sich in der Realität. Die Männer sind meistens diejenigen, die religiös sind. Die Männer sind diejenigen, die auch viel mehr gute Taten verrichten, allgemein gesehen. Weil sie Dschihad machen. Weil sie Jum'a machen. Ja. Und andere Sachen. Weil sie Imam der Moschee sind. Muadzin sind. Ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen, aufgrund, weil sie vollkommener sind, ihnen das Recht der Scheidung gegeben. Ihnen das Recht der Scheidung gegeben. Und andere Dinge. Und deswegen, allgemein gesehen, Männer sind auch diejenigen, die Propheten. Wir kennen keine Propheten, außer Männer. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, und wir haben vor dir nur Männer entsandt. Ja. Rijal. Natürlich könnte Rijal auch bedeuten, also vollkommene Menschen, könnte auch bedeuten, Rujulat al-Iman, das heißt, vollkommenen Menschen an Iman, könnte sein, aber die offensichtliche Bedeutung ist nicht diese. Und solange Allah subhanahu wa ta'ala das nicht näher erläutert hat, und wir kennen sowieso nur Männer als Propheten, dann ist die Sache erledigt. Und das hat seinen Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala, und der Mann ist derjenige, der die Frauen nach außen hin vertritt und die Familie vertritt und andere Dinge. Na. Deswegen allgemein gesehen. Aber kommen wir zu einer bestimmten Person, nehmen wir einen Mann, eine Frau, beide sind Muslime. Kann man jetzt sagen, der Muslim ist besser als die Frau? Nein. Das kommt darauf an, wer ist gottesfürchtiger. Denn der Edelste bei Allah ist der gottesfürchtigste. Inna akramakum inda Allah atqakum. Es geht nur allgemein. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Grund. Und er kennt die Schöpfung am besten. Er hat gesagt, Ala ya'lamu man khalaq. Weiß denn derjenige, der erschaffen hat, nicht Bescheid? Selbstverständlich. Allah subhanahu wa ta'ala, der den Mann und die Frau erschaffen hat, weiß am besten Bescheid, wer vollkommener ist und wem er welche Rechte und Pflichten gibt. Na. Und deswegen, Stufe weist auf die hohe Stellung
des Mannes sind. Und der Mann ist derjenige, der sich, der die Frau schützt. Die Stellung kommt nicht von ungefähr. Die Stellung des Mannes kommt nicht von ungefähr, sondern er ist derjenige, der die Frau unterstützt, der sie schützt, der sich um sie kümmert und der sie finanziert. Und deswegen muss sie ihm auch gehorchen. Keine Gesellschaft, keine Firma, nichts funktioniert, wenn es nicht einen Chef gibt. Und bei der Familie ist es der Mann. Logischerweise, weil er ist derjenige, wie ich gesagt habe, der auch diese Stellung sich so quasi erarbeitet hat, indem er sich kümmert, indem er finanziert, indem er schützt und so weiter und so fort. Und der Frau ihre Rechte gibt, die ihr zusteht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wieder, wie Allah immer am Ende der Verse, wenn er seine Eigenschaften da erwähnt, dann erwähnt er die Eigenschaften Allahs, weil sie angemessen sind und zu der Situation passen. Was sagt Allah an diesem Vers am Ende? Damit kein Gläubiger Zweifel hat, dass die Sache so ist, wie Allah es gesagt hat. Wallahu aziz, und Allah ist allmächtig, hakim und allweise, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn er allweise ist, das heißt so das Gesetz, wie er es offenbart hat, ist es am besten für die Menschen, wenn sie es wüssten. Aber viele von ihnen wissen es nicht. Deswegen sagt Allah, dass er allweise ist, also vertraut ihm. Das gehört zum Vertrauen Allahs, dass man ihm glaubt, dass er diese Gesetze offenbart hat, weil sie am besten sind für die Menschen. Die Gesetze sind also auszuführen und sie kommen von einem Allweisen und von einem Allmächtigen, subhanahu wa ta'ala. So braucht man keine Zweifel haben, dass das Ausführen der Gesetze Allahs die besten sind. Es gibt keine besseren als diese Gesetze von Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.